Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim... Last Rack Dark mit neuer Frisur. In der Secret World, ja. Schick sieht er aus, der Lesrak. Ja, ich muss nachher auch mal einkaufen gehen. Vielleicht machen wir das dann zwischen den Folgen. Wir müssen hier Schutzzauber in Kingsmith aktivieren und wir sind auch direkt mal hier zu den Schutzdingern geportet. Und werden das jetzt machen. Ivo? Ja. Okay. Ich aktiviere den Altar. Zombies. Die kämpfen für uns, Gott sei Dank. Lass sie in Ruhe, das sind unsere. Das sind Zombies. Mehr als Gewicht zu nehmen, werden die dadurch eh nicht. Oh, da kommen noch mehr Zombies. Die darfst du platt machen. Ja. Du hast, was hast du neu? Du hast einen neuen Computer, hast du gesagt, ne? Ja, ich habe einen neuen Computer. Ja, und macht sich das schon bemerkbar in der Secret World? Nein, weil mein Router bei der Nachbarin ist. Und der leider keine Funkverbindung hat. Ja. Ist das die Nachbarin, die letzt geklingelt hat? Ja, die Blonde. Na gut. Ach, du hast immer noch dieses komische Echsenmenschen-Knüppelschwert. Ja. Ich find diese hier, die Quest ein bisschen langweilig, weil die Wellen sind zu langsam. Oh ja, es dauert immer ewig, bis die nächste kommt, ne? Ja. Müssen wir ein bisschen rumhüpfen. So, hüpf, 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 hüpf. Und Zombies unterhalten einen auch nicht so wirklich. Ah, ja. Andere Seite. Nicht nur Zombies. Oh, Draugs. Ja. Vor allen Dingen Draugs, nicht Kopf auf die Tastatur. Ja. Ich hatte einen super lustigen Kommentar unter meinem letzten Video von der Secret World. Da kommentiert jemand? Ja. Und zwar, meine Videos sind so toll und ich habe viel zu wenig Abonnenten und deswegen sollte ich doch auf seinen Kanal gehen und unter irgendein Video von ihm posten, dann würde ich mich selber supporten. Ah, okay. Jo. Also wenn das... Habe ich dann gelassen. Warum? Ich meine, das ist doch echt ein nettes Angebot. Ja, aber wenn er mich supporten will, dann hätte er auch irgendwie ein Abo machen können oder so. Hat er aber nicht... Ach, stimmt. Und sein Kanal ist auch so ein bisschen, naja, merkwürdig. Minecraft? Ich glaube nicht, nee. Aber es hatte auf jeden Fall überhaupt nichts mit meinem Kanal zu tun, so irgendwie auch nicht in andersweise. Und dann habe ich auch keinen Bock, da irgendwo Werbung für mich zu machen. So, und wie viele Abonnenten hat er denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das irgendwie ein 200-Abonnenten-Special, was er hatte, und er hatte irgendwie 400 Abos oder so. Okay. Oder 450. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich hätte das Angebot... Ich finde sowas immer merkwürdig. Also. Ja, also ich hätte das Angebot wahrscheinlich angenommen. Nee, also wenn mich jemand supporten will, ne, wenn ihr da draußen zuguckt und sagt, boah, das ist so geil, den müsst ich supporten, dann macht doch einfach was. Schreibt was unten drunter, ja, und verlinkt ihn in der Videobeschreibung. Genau, verlinkt mich selber. Also macht ihr das doch. Warum soll ich das dann machen? Wenn ihr mich toll findet, dann macht ihr doch was für mich. Ja. Dann ist das direkt nicht mehr so zwielichtig wie von diesem einen Typen. Kann natürlich auch total nett gemeint sein. Ich will dem jetzt auch nichts unterstellen. Aber. Oh, ich glaube schon, das ist nett gemeint, weil... Ja, aber ich finde es auch immer so, wenn die Kommentare keinen Bezug haben auf das, was in dem Video passiert, ist das auch immer sehr verdächtig. Naja, also das würde ich jetzt nicht gerade als das Verdächtigste sehen. Also wenn ich irgendwo kommentiere, dann nehme ich meistens Bezug auf das, was da passiert in dem Video. Und wenn ich den Kanal irgendwas sagen will, dann kann ich auch... Nee, im Kanal kann man auch kommentieren. Okay. Unter welches Video eigentlich? Unter das letzte hier, was von gestern rauskam. Heute konnte ich ja noch nichts posten, weil wir haben ja noch nichts aufgenommen. Ah, welches war das denn gestern? Der Ragnarök beginnt. Ach so. Mit... der Endgegner von King, nicht von der Savage Coast. Nicht Savage Coast, Blue Mountain. Oh, okay. Blue Mount, oder wie er heißt. Was kommt denn da jetzt für ein ekliges Geräusch? Oh! Ii, du gehörst mir! Tötet ihn!
Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass ich den Tank zuerst zuhauen lasse. Och. Hast du eigentlich diesen passiven Quest jetzt mit erhaltener Heilung wird mehr? Nein, noch nicht. Okay. Und da stirbt er. Schon? Yay. Ich dachte, wir kämpfen noch so eine Stunde mit ihm oder so. Nee, wir müssen uns jetzt hier wegporten, glaube ich. Wie machen wir es am schnellsten? Im schnellsten geht's, glaube ich, runter zu Agatha und dann da durch und dann wieder porten, ne? Zu wem? Agatha, der große Baum, der alle Dimensionen verknüpft, wo ich mich drin verlaufen hab. Ja, die Folge Remember? Hab ich gesehen. Habe ich, glaube ich, sogar kommentiert. Ich glaube auch, ja. Die war lustig. Ja. Ja, stimmt, habe ich kommentiert, das weiß ich noch. Das habe ich sogar noch Jan Dürfalken erzählt. Ja. Und dann habe ich ihm noch gesagt, musst du dir unbedingt ansehen. Slapstick pur. Ja. Und dann sind wir schon fast mit dem Gebiet hier durch, ne? Also es gibt noch ein paar Sidequests. Die haben wir noch nicht gemacht, aber... Ja, ich habe noch Versteckspiel. Versteckspiel habe ich auch noch. Ja, dazu müssen wir in das Casino. Ist das hier nicht so ein böser Bereich? Ja, aber die Quest kann man schaffen, ohne gegen die Viecher da zu kämpfen. Da muss man halt ein bisschen schleichen und vorsichtig sein. Habe ich auch mit Malael geschafft. Ja, mit Malael hast du alles geschafft schon. Der Malael ist auch OP. Ja, das sind wir auch. Ja, wir sind sogar noch mehr OP. Wir sind nicht Legion, aber wir sind zwei. Oh, ich hatte gerade voll das Mega-Lag. Ja, das ist mein Leben. So. Und bei den Steinen angekommen. Schön, dass du bei dem Stein angekommen bist. Ich bin noch nicht mal aus dem Ladebildschirm. Zack. Mal ein paar Ollies machen, oder wie heißen die? Heißen noch Ollies, ne? Keine Ahnung. Yay. Hast du denn ein Spiel, das dir momentan ein neues Spiel, das für dich Interesse weckt oder so? Was ich mir kaufen will? Ich warte auf Fallout. Also Fallout 4 ist es, ne? Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, keinen Teil davon gespielt. Oh, das muss das. Das sind ziemlich coole Spiele. Okay. Und sonst kein anderes? Ja, Blood Bowl spiele ich halt gerade. Was sieht man ja auf meinem Kanal auch. Ansonsten warte ich auf Plants vs. Zombies 2. Ja, das ist auch noch. Plants vs. Zombies 2 ist auch noch bei mir auf der Liste. Ansonsten. Und das DLC für Blood Bowl 2, dass ich Vampire spielen kann. Ja, genau, die ganzen Rassen für Blood Bowl. Aber sonst habe ich jetzt gerade. Ich habe auch nicht so. Ich hatte gerade mal wieder auch richtig Bock hier auf The Secret World. Habe ja die Skillung, die ich hier habe, mit einem anderen Charakter mal vor. Vorprobiert. Der ist jetzt inzwischen schon weiter, als ich mit Eukalypta bin. Oh, schade. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn du das erste Mal gegen den Boss hier kämpfst. Ja. Das heißt, im Gegenteil weiß ich jetzt auch so ein bisschen was. So, ich benutze mal den Runenstein. Befallen. Gegenheilung. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass du vielleicht Interesse an Lego-Dimensionen da gehabt hättest. Habe ich mir als Let's Play bei Keystraw angeguckt. Keystraw, du guckst ihn auch? Ja. Ja, ist einer meiner Lieblinge. Und ich finde das Spiel zwar ganz nett, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht was ich unbedingt selber spielen muss. Ja, okay, da greift man ziemlich in die Geldtasche. Ja, habe ich auch momentan nicht, weil diese Woche ist ja auch die Spiel in Essen. Ich weiß nicht, wann das Video jetzt hier rauskommt, aber die Spielemesse in Essen. Da werde ich, glaube ich, ein bisschen Geld lassen. Oh, bringen wir aber auch was mit. Ja. Ich glaube, es ist die neue Cthulhu-Rollenspiel-Edition gibt es da, glaube ich, neu. Ich glaube, die werde ich mir dann zulegen, wenn es die denn da schon geben sollte. Die machen komische Geräusche.
Wie heißt denn du? Otto? Du siehst aus wie ein Otto. Ja, ist eindeutig ein Otto. Sprach's. Ich könnte auch mal meine Passiven hier reinhauen hier, ne? Zack, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Ah, brauchen wir gar nicht. Das waren alles die Ottos. Bist du auch ein Otto? Vielleicht ist das der Otto. Die sehen alle gleich aus. Aber ich wusste gar nicht, dass du ein Keith-Joe-Fan bist. Was heißt Fan? Also ich bin ein richtiger Fan von ihm. Der ist ja ganz lustig. Ich gucke auch nicht alles von ihm. Also der macht da sehr viel Krams, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, das weiß ich. Mad Max hat mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Genau. Oder hier diese ganzen Shooter hier, Call of Duty oder so, Black Ops oder keine Ahnung, die einzelnen, das interessiert mich alles nicht. Aber so ein paar Sachen, so Plants vs. Zombies und Kram, ist ganz nett. Ja. Hier, Until Dawn habe ich geguckt bei ihm. Ich mag seine Kommentarvideos. Ja, die kommen ja relativ selten, aber... Ja, aber trotzdem, ich finde die echt gut. Also manchmal, muss ich sagen, schlägt er so ein bisschen über die Stränge, aber das ist ja auch so seine Art. Ja, ne? Ja, er hat ja das Glück, er darf ja mehr, weil sein YouTube-Account ja in Österreich registriert ist. Ja. Oder war es Schweiz? Irgendwie sowas war das. Ist mir relativ egal, kann er machen. Also von mir aus sollten das auch alle machen, das ist mir total Wurst. Also solange sie sich selber ehrlich bleiben und der Typ ist ja, also muss man ihm ja auch lassen, der ist ja zu sich selber grundehrlich, ne? Ja, er hat 200 Euro für Lego ausgegeben. Ja, wenn er Scheiße baut, dann steht er auch dazu und das ist halt genau das, was man eigentlich auch machen sollte, ne? Ja. Na, ich mach's anders, ich baue einfach keine Scheiße. Was ist ein Plan? Es gibt so ein paar YouTuber, die ganz nett finden. Ich finde auch Bean ziemlich gut, wenn du den kennst. Bean kenne ich ja, aber wirklich Videos gucken wäre übertrieben. Ich glaube, ich habe 2 Videos von ihm angeguckt. Ansonsten bin ich, was die ganzen großen YouTuber so angeht, relativ unbedarft. Also da kenne ich recht wenig. Okay, Spark of Phoenix so. Kennst du mit Sicherheit nicht, weil der in erster Linie Minecrafter ist. Nee. Ich kenne ganz viele Rollenspiel-basierte Sachen halt, dadurch, dass ich halt in einer Rollenspiel-Community, die sich über YouTube und Google Plus organisiert, halt ziemlich aktiv bin. Aber das interessiert ja relativ wenige. Ja. Außerhalb der Nische jetzt, ne? Der Sorbus? Ja, habe ich auch mal ein paar Plants vs. Zombies Sachen geguckt, aber der ist mir zu eklig. Ja? Also... Ja, der ist mir zu prollig und ich weiß nicht, ich mag seine Stimme nicht. Und seine Art ist irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, nee. Ist so ein Typ, den ich glaube ich irgendwie bei irgendeiner Fete sehen würde und sagen, nee, komm, ich geh mal in die andere Ecke vom Raum. Ja, das tun viele, wenn ich auf der Fete bin. Na, ist ja aber auch nichts Schlimmes. Nö, hat man halt mit manchen Leuten. Ist ja auch nichts. Manche finden ihn cool, lass ihn cool finden. Solange ich den nicht cool finden muss, ist mir das egal. Ja, ich selber bin über Keith-Joe auf ihn gekommen. Ja, der hat am Anfang ja, habe ich zusammen mit Keith-Joe auch Plants vs. Zombies gemacht. Mm, ja, da haben wir zusammen gespielt. Mhm. Ja. Einmal im Kreis laufen, um den Stein herum. Ja, aber dann haben die auf einmal aufgehört. Warum, weiß ich auch nicht. Ja. Aber da muss ich zugeben, da... Keine Liebe hält für immer. Na, da habe ich aber mit... Da habe ich aber mitgekriegt, da hat Keith schon anscheinend öfter mal Probleme. Mit seinen Kollegen, ja? Mit denen er zusammen aufnimmt? Ja, da gab es ja auch schon mal so eine Sache mit Dalukat. Habe ich nicht wirklich so mitgekriegt, aber... Okay. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sowas ist. Da will ich auch nichts jetzt behaupten einfach, aber... Fällt halt auf. Mit der Zeit. Ja, ich glaube,
wenn du mal so viele Abonnenten irgendwie erreicht hast, da kommt immer auch ganz viel Neid und so dazu. Und ja. Gerade wenn du dann Leute mit Leuten zu Projekte zusammen machst, ist da ja, wer profitiert von wem und so ein Zeug halt auch mal drin. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich mag auch Quantum und Kreis, mit denen er oft aufnimmt. Ja, Quantum kenne ich auch halt von Mario Kart, glaube ich. Ja? Obwohl ich mir die Videos immer nur so in 5-Minuten-Stückseln angucken kann, weil ich davon ja, mir wird davon schlecht, aber die Comments von den beiden und der Beef, den die untereinander haben, ist einfach so witzig. Ja, dann solltest du dir auch mal Best of Keith Shaw, der heißt so, ist ein YouTube-Kanal, solltest du dir mal angucken. Das sind auch die Best-Offs. So, haben wir den auch erledigt hier. Teleport! Ja, ansonsten, YouTuber, was gucke ich denn viel auf YouTube? Kelly Mrs. Vlog? Nee. Hätte mich auch eher irgendwie gewundert. Hier Plants vs. Zombie mäßig gucke ich hier Froggy Infinity, oder wie heißt der Kanal? Wobei der wenig Plants vs. Zombies macht in letzter Zeit. Finde ich ein bisschen schade, aber der ist ganz nett. Und den anderen Koala natürlich. Mr. Koala. Okay. Und ansonsten gucke ich mir relativ wenig Let's Play-Kanäle an, wirklich. Ich habe letzt sogar noch mal in diesen Damakash-Kanal reingeguckt, die hier The Secret World macht. Und mir eigentlich vorgenommen, da jetzt auch wieder mehr zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob sie noch aktiv noch Secret World spielt, aber das Let's Play ist halt noch da. Ich glaube nicht. Kannst du doch mal freundlich fragen, sowas wie, yo, tu mich mal unten in deine Verlinkung rein. Ich habe sie schon mal angeschrieben, irgendwie, dass ich ihren Kanal gucke und jetzt auch angefangen habe, Secret World zu spielen. Hat sie mir auch nett zurückgeschrieben, dass ich sehr viel Spaß haben werde an dem Spiel und so. Und ja. Wow, also für mich hat sich ein Spiel immer schon gelohnt, wenn ich über einen Tag beschäftigt bin. Ja, also ich finde, Secret World hat, also ich habe ja jetzt auch jede Menge Geld in dieses Spiel investiert, das muss man ja auch sagen. Ich nicht. Ich schon. Aber es lohnt sich. Bisher. Oh, ich profitiere gerade so von meiner Unsichtbarkeit. Wann kam jetzt eigentlich nochmal Plants vs. Zombies 2? Nächstes Jahr irgendwann, im Frühjahr. Ach, nächstes Jahr erst? Och, scheiße, ich habe jetzt schon auf den Stein geklickt, aus lauter Präsigkeit. Oh, klasse. Naja, du brauchst mich nicht mehr, den kann ich auch gehen. Das kannst du dann alleine machen. Das war wirklich Bräsigkeit. Das kannst du ja dann alleine machen, das brauchst du. Ja, guck mal, so lange wie die Wellen hier immer brauchen, bis sie ankommen, kommst du ja noch rechtzeitig an bis zum Endgegner. Na, hilft mir aber nichts, bei mir steht der Schutzzauber aktivieren. Ja, müssen wir es halt nochmal machen. Wo ist das Problem? Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, zu Recht. Sei doch ehrlich, du magst Karl viel lieber als mich. Das Karl ist ja auch gerade nicht da. Aber Putin auch nicht. Erste Welle. Nur kommt die zweite. Komm, wartet mit der zweiten Welle, bis auf der Lestrak wieder da ist. Braucht ganz schön lange, der Lestrak. Der Lestrak hat gerade wieder ein Lag. Die Feinde sammeln sich, steht bei mir. Oh, da sind sie schon. Infizierter Steinbrucharbeiter. Und der stunt mich direkt mal. Nochmal. Hör auf, mich zu stunnen. So, zweite Welle. Haben wir eigentlich als Team irgendwas, was so Stunts aufhebt? Noch nicht, ne? Ich wüsste nicht. Ich könnte mir, glaube ich, was in die Leiste ziehen. Ich habe was, das solche Effekte wegmacht bei mir. Normalerweise machen das Damage-Dealer, ne? Wie, Stunts aufheben und so? Ja, nein. Oder? Sondern? Das hat der Tank selber. Der Tank selber, okay. Ja, ich kenne mich damit ja nicht so aus. Ich bin ja neu in der Welt der MMORPGs. Naja, so neu jetzt eigentlich auch nicht mehr.
Naja, stimmt, das ist inzwischen. Wie viele Folgen haben wir? Über 70? Totenholzältester. Ich bin tot. Du bist tot? Was? Wieso? Ja, ich bin noch nicht mal auf dem Weg dahin, oder was? Wegen den Lags. Die ganze Zeit waren mir. Ich weiß auch nicht, was es war. Auf einmal, ich habe nichts gesehen, keine Gegner. Und auf einmal meine Lebenspunkte sofort von links auf null. Weil die anscheinend die ganze Zeit, wo ich da lang gelaufen bin, auf mich eingeschlagen haben. Okay. Fanden die höchstwahrscheinlich witziger wie ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Guck mal, da bewegt sich einer nicht. Haha, hau mal drauf. Wo bist denn du gestorben? An dem Haus oder wo? Wo läufst du lang? Ich komm oben. Über die Brücke? Ja. Da ist ein Akap. Der läuft da. Den sehe ich von hier aus. Aber wenn du über die Brücke kommst, dann müsste ich eigentlich ja sehen, wenn du da lang läufst. Jetzt bin ich beim Haus. Und jetzt komme ich vom Haus runter. Okay, bei mir kommen jetzt gerade ganz viele Infizierte. Mal schon mal Buffs anschmeißen. Ah, die haben alle Hämmer, ey. Meine Güte. Ah, da ist er ja, der. Lesrak. Ich sehe zwar nichts, aber ich drück einfach mal schießen. Da kann ich nicht viel mit verkehrt machen. Das ist richtig. Bei diesem Skill kannst du da nicht verkehrt machen. Ne? Okay. Oh, ich sehe dich. Hi. Huhu. Weißt du, was ich aber sehr frauenfeindlich hier in dem Spiel finde? Was denn? Ich weiß, da muss schon was kommen, wenn ich das sage, ne? Mhm. Es gibt, also zum Kaufen im Shop, freien nackten Oberkörper für Männer, aber nicht für Frauen. Ich finde das sehr frauenfeindlich. Tja. Na, irgendwo? Die sagen doch immer Gleichberechtigung. Oder nicht? Dafür kannst du keine Männerbikinis kaufen. Das ist aber ein Kleidungsstück, das gibt's auch normalerweise nicht für Männer. Sollte es aber geben. Ich habe jetzt ein Bild von einem alten Bekannten im Kopf. Das wollte ich eigentlich nicht mehr denken. Bilder in meinem Ärger. Das sind. Nee, was ist das von den Ärzten? Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. So. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal für dich machen. Nein, müssen wir nicht. Zur heiligen Stätte der Wabanaki gehen. Ja, läuft. Können wir da porten? Porten. Ja, muss nur erstmal eine Stunde auf mich warten. Okay. Bei mir stehst du hier schön geportet schon hinter mir. Okay. Mit einer Brille und einem Mikrofon an der Seite. Jetzt bewegst du dich sogar. Ja, ich bin jetzt da. Siehst du mal. Ich sehe nur dich noch nicht. Ich war in den Büschen versteckt. Ja, ich sehe dich auf der Minimap, aber ich sehe dich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Den Hintern erkenne ich immer wieder. Unsichtbar. Huch, was ist denn hier los? Zwei Leute, die sich teleportiert haben. Ja. Das ist nur die Katze von denen, lass sie treten. Jetzt ist sie auch weg. Hast du gerade eine Katze getreten? Ich hasse Katzen. Ja, das weiß ich wegen. Ja, aber trotzdem. aber trotzdem. Für alles gibt es eine Grenze. Tja. Ich habe sie auch nur getreten, weil ich sie nicht abschießen konnte. Okay, das ist ein Argument. Okay, Filmsequenz. Jetzt zählt nur, dass wir den angerichteten Schaden wieder gut machen, bevor er unsere Chance auf eine Zukunft zerstört. Was? Ich dachte, das hätten wir bereits. Also nicht wir, sondern... Deine Mutter hat recht, Kyra. Ja, die Zauber funktionieren wieder. Erstmal, aber das Allerheiligste des Berges wurde bereits verletzt. Der Feind muss jetzt gestellt werden. Dank ihnen haben wir eine letzte Chance. Mit den reparierten Zaubern und unserer vereinten Familie sind wir vielleicht stark genug, ihn zu bekämpfen.
aber wir brauchen ihre Hilfe. Wir sind sterblich, aber sie sind so viel mehr. Das Schwert unseres Feindes ist sowohl Waffe als auch Schlüssel und die Quelle all seiner Macht. Bei der letzten Begegnung mit ihm hatten sie keine Chance. Aber diesmal wird die Macht aller Zeitalter mit ihnen sein. Die Brunnen unserer Vorväter sind jetzt gefüllt. Und sie werden daraus trinken. Betrachten Sie es als Elixier. Es ist völlig sicher, glaube ich. Wir kanalisieren die Geister unserer Ahnen, auf dass sie sie leiten, damit die schwarzen Wasser vom Donner der Götter aus dem Norden ruhig werden. Diese Macht werden sie führen und die Welt wird dabei erzittern unter ihren Füßen. Beeilen Sie sich! Diese Magie hält nicht lange und wir haben nur eine einzige Chance, unsere Fehler wieder gut zu machen. Sowohl die Menschen vom Anbruch der Zeit als auch die der Zukunft beten für ihren Erfolg. Los, Team! Tut mir leid, aber das war wirklich gerade der richtige Moment dafür. Okay, zum tiefen Schacht gehen. Jupp. Ich finde, die Filmsequenz fand ich nett. Obwohl, um ehrlich zu sein, wenn das jetzt wirklich schon das Ende dann wieder ist, dann ist mir das ein bisschen zu plötzlich. Ja, es geht noch weiter. Hallo, Lesrak. So, kann man das jetzt auch in die Richtung porten? Nee, ne? Das Laufen ist einfacher, oder? Ja, könnte sein. Sprint! Nackte Frauen! Was? Wo? Keine Ahnung. In meinen Gedanken. Irgendwo auf dieser Welt würde es eine nackte Frau geben, ja. Ja, und sie wartet nur auf mich. Hm. Das glaubt nicht mal ich. Wie kommt man eigentlich hier oben hoch? Wie? Da, wo das Wissen ist, da oben. Wo ist da oben ein Wissen? Oben auf dem Haus. Ich sehe da keins. Da ist Wissen oben drauf. Da tritt doch so ein Zombie vor die Tür und da oben drüber ist Wissen. Wie gesagt, ich sehe da keins. Vielleicht hast du das schon irgendwie geholt, aber Frage ist wie. Naja, vielleicht durch meine OP-Kenntnisse. Ja, oder das Spiel hat erkannt, dass du einfach kein Wissen suchst. Ja, das ist mein Interesse daran. Oh Gott. Oh Gott, wieder in die Mine. Nein, ich wurde gerade angegriffen. Echt? Mhm. Von was? Von dem Zombie, auf den du gezeigt hast. Und das ist so ein Zombie nach dem Motto, ich schlag keine Frauen. Ich gehe auf die Männer, die dabei stehen. Ja. Obwohl ich sagen muss, das könnte ich aber auch nie. Frauen schlagen? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich könnte das nie. Okay. Ist auch gut so. Macht man auch nicht. Männer schlägt man auch nicht, aber... So. Ja, ich muss dann gleich erstmal wegen meiner anderen Skillung gucken. Für den Endgegner? Yep. Leider habe ich es nicht geschafft, die Skills, die ich dafür wirklich wollte, zu kriegen. Nur einen einzigen von drei oder vier Stück. Mhm. So, dann wollen wir den noch mal platt machen. Wenn wir das in dieser Folge noch hinkriegen? Nein. Ja. So. Und der Große hinterher. Achso, ich könnte mich auch mal buffen, das wäre vielleicht nicht so schlecht. So. Jetzt kommen die Ads. Wie die Ads? Freddy Beaumont. Weil die Ads sterben ja wie die Fliegen. Wie die Ads? Du bist schon bei ihm? Ja? Hast du das geschafft? So schnell. Einfach dahin gelaufen? Okay. Oh scheiße, der Typ hat sich vor sein Ad gestellt und ich habe die ganze Zeit ihn anstatt dem Ad getötet. Ah. So.
Stirb, du Ed! Okay, perfekt. Und bam. Und kritischer Treffer. Sehr nice. Und wieder Ads. Und bis jetzt läuft's gut. Okay. Okay. Ich habe momentan immer Glück, dass die Typen genau dann sterben, wenn sie gerade ihren Zauber aufladen. Okay, wieder falsch geschossen. Okay, stirbt. Super. Buff. Und ein Viertel habe ich schon. Okay, ich bin jetzt auch gerade da. Drück mir die Daumen. Endlich mal eine Solo-Instanz, die ich vor Lesrak abschließe. Obwohl, ich will es nicht beschreien. Wow, fuck you. Okay, raus aus dem Kreis. Perfekt. Okay, jetzt sind wieder down. Frag mich immer, ob das wirklich Sinn macht, mir den Buff reinzuhauen, wo ich auch mehr Schaden kriege, aber bisher. Oh, fuck, 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 fuck. Mach die Ads platt. Oh, Hunde und Ads. Oh nein! Die Hunde sind scheiße. Fuck you! Stirb! Ah, schieß doch! Schieß doch! Ja, endlich. Ah. Hund der Verderbtheit muss sterben. Okay, jetzt langsam geht's an mein Live-Total. Kritischer Treffer, läuft. Oh, klasse, und ich habe keine Heiltränke oder dergleichen. Ich auch nicht, habe ich aber bis jetzt noch nicht gebraucht. Aber ich heile mich auch ständig mit jedem Schuss selber. Ich bin gleich wieder voll geheilt. Na komm. So, Hund 1 down, Hund 2. Problem ist, dieser Scheißhund ist genau so steht, dass ich den Vermont nicht sehen kann, weil dann weißt du, was er mir jetzt gleich wieder für komische Sachen macht. Okay, eins ist mir klar. Den schaffe ich mit der Skillung nicht. Okay. Ich habe viel zu wenig Heilung. Hast du ein paar passive Heilungsskills? Ja, so sämtliche, die ich kriegen kann, aber die bringen mir rein gar nichts, weil ich keinen Heilungswert habe. Okay. Ja, bin tot. Scheiße. Ich habe ihn nicht mal auf 75% gekriegt. So, zweiter Hund tot. Bei mir ist er zur Hälfte down. Fast, zumindest. So, jetzt geht er in den Nahkampf mit mir. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Ein Schlag macht mir 370 Schaden. Aua, aua, aua. Hör auf mich zu hauen! Okay, ich bin ihm überlegen. Der hat keine Chance. Ich heile mich schneller, als der mir Schaden macht. So.
Nur noch 47.000 Leben. Bist du nochmal drin wieder? Ich versuch's nochmal. Was hast du umgestellt? Ich habe jetzt einen Angriff genommen, der keinerlei Werkzeit hat. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Problem ist, mir fehlt es trotzdem an Reichweite. Ja, aber es ist wahrscheinlich die große Sache. Passiv. So, noch 27.000 Leben. Ich frag mich, was er denn die ganze Zeit macht. Der Typ. Okay, jetzt gerade hat er mich mal für 600 getroffen. Wissen Sie, was bist du denn? Oh, jetzt kommen seine Ads wieder. Aber ich glaube, jetzt ist es besser, die Ads zu ignorieren, weil der ist schon so gut wie tot. Oh, ich gehe nochmal auf den Hund. Ein zweiter Hund. Die Hunde halten einfach viel zu viel aus. Ah, und da sind die Magier schon wieder. Ascent. Drei Hunde, scheiße. Okay. Ich habe ein Problem. Die Hunde kenne ich, krieg ich nicht so schnell weg. Also alles auf den Typen. 8000 Leben noch. Viertausend. 3000. Vier Hunde inzwischen da. Tot. Puh. Filmsequenz. Liegt nicht an dir. Nur an mir. Was ein Scheißspruch. Puh. Du hast aber gerade wieder ein richtig fettes Rauschen bei dir drin. Ja, tut mir leid, kann ich nichts gegen machen. Aber du hast dich ja gemutet, glaube ich, ne? Ja. Oh, es geht weiter. Oh. Wie, es geht weiter? Mehr Filmsequenz. Okay.
Okay, gut. Wir sind also irgendwo, wo eine norwegische Expedition ist und wir sehen den Sternenhimmel und den Mond. Wir sind in einer Höhle, wo auch immer wir hier hingekommen sind. Aber was das angeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wenn es wieder heißt: The Secret World mit dem Koali und dem. Lestrak. Tschüss. Yeah.